Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und wir haben heute eine Frage, die heißt Koi im Winter im Schrebergarten. Hallo, liebes Modern Koi Team. Ich konnte schon sehr viel durch die Blogs lernen und versuche, so viel wie möglich an meinem Teich umzusetzen. Aktuell habe ich einen gepumpten 8-Kubik-Teich mit etwas mehr als 10% Filter und 8 Koi, 20 bis 60 cm. Zum Problem, mein Teich ist in einer Kleingartenkolonie von Oktober bis März wird in dieser das Wasser abgestellt. Aus dieser Kleingartenkolonie und von Oktober bis März wird in dieser das Wasser abgestellt. Wir haben 8 Kubikteil mit 10% Filter in der Kleingartenkolonie. Aus diesem Grund schalte ich den Filter im Winter ab und überwintere kalt, falls etwas passiert. Kann ich kein Wasser nachfüllen. Ich starte also jedes Jahr von neuem mit meinem Filter. Sollte ich das Filtermaterial in Säcken in die Flachwasserzone legen, sodass nicht alle Bakterien absterben, oder haben Sie noch andere Tipps für mich? Vielen Dank und lieben Gruß, Markus aus Hannover. Ja, Markus, ich würde es ganz anders machen. Den Filter würde ich durchlaufen lassen, ganz normal. Ich würde natürlich auch die Fische im Teich lassen. Jetzt ist die Frage, du kannst ja ein bisschen heizen, dass er nicht ganz zugefriert, weil das, was du hier schreibst, 8 Koi, 20 bis 60 cm, ich weiß jetzt nicht, ob die meisten 60 sind oder ob die meisten 20 sind. Ich kenne jetzt den Besatz nicht, aber es ist nicht wenig Fisch, das darf man nicht vergessen. Aber 8 Kubik kannst du mit einem Oase-Teichstab oder einer Genesis-Teichheizung, kannst du schon was erreichen. Du sollst nicht hochheizen, du sollst nur verhindern, dass der Teich zugefriert. Und da du kein Wasser hast, würde ich kalt überwintern, also ich würde jetzt nicht warm überwintern, weil das kalte Überwintern die Stoffwechselleistung deiner Koi senkt. Und wenn die Stoffwechselleistung deiner Koi gesenkt ist, heißt das, dass du weniger füttern musst. Weil warum brauchen wir das Frischwasser im Winter? Wir müssen verhindern, dass es zu einem Säuresturz kommt. Den Säuresturz können wir aber auch dadurch verhindern, indem wir den pH-Wert messen, so den wir ihn messen können, und dass wir dann aufhärten. Ja? Also wenn du immer mal wieder, das ist jetzt eine Situation, muss ich dir ehrlich sagen, da würde ich wahrscheinlich nicht mit Calciumcarbonat, so wie wir im Sommer hier im Sommer arbeiten oder immer in der Anlage arbeiten, da würde ich wahrscheinlich mit ein bisschen Natriumhydrogencarbonat arbeiten. Der Unterschied ist, das Calciumcarbonat färbt dein Wasser weiß und je nachdem, wie kalt es ist, kann es auch sein und wie wenig freies CO2 da ist, dass der Teich dann über Wochen leicht trüb bleibt. Passiert einem im Winter nicht, im Sommer kann es einem passieren. Das Natriumhydrogencarbonat hat eine höhere Löslichkeit. Ich liefere die Carbonathärte direkt und ich habe die Trübung nicht. Entsprechend kann auch der pH-Wert höher ansteigen oder schneller und höher ansteigen, beides. Also ich würde mit Natriumhydrogencarbonat arbeiten, ich würde die Fische kalt überwintern, ich würde den Filter laufen lassen und würde einfach gucken, dass unter 6 Grad über eine Begleitheizung, über einen Eisfreihalter ein bisschen Wärme zugeführt wird, so dass er nicht eingefriert. Das wäre meine Vorgehensweise an deinem Teich, das mit Filtermaterial in Säcken in Flachwasserzone legen und. Alles völliger Humbug, das bringt nichts, da wirst du auch nicht das Ergebnis bekommen. Und du hast ja auch geschrieben, dass nur das Wasser abgestellt wird und nicht der Strom. Wenn der Strom natürlich abgestellt werden würde, wäre das ein größeres Problem. Aber wenn nur das Wasser abgestellt wird, hast du da die Möglichkeit, wirklich mit entsprechenden Mitteln Carbonathärte zuzuführen, sodass es nicht zu einem Säuresturz kommt. So, vielen Dank, machen Sie es gut und wenn Sie Fragen haben, Fragen. Ciao.